Für mich ist der Sport vor allen Dingen in der Natur der perfekte Ausgleich für meinen manchmal doch stressigen Alltag. Und dort kann ich einfach neue Energie sammeln. Ich bin Nadine, 31 und lebe in Stuttgart und ich bin schon seit 13 Jahren Polizistin. Worauf ich ein kleines bisschen stolz bin, ist, dass ich jetzt innerhalb der Polizei nochmal studieren gehe, um irgendwann mal bei der Kriminalpolizei zu sein. Denn eigentlich habe ich gar kein Abitur und habe das damals mit 18 so richtig versemmelt. 2019 wurde ich Miss Germany, was ich bis heute irgendwie gar nicht so richtig glauben kann. Denn ich meine, ich habe mich da eigentlich nur zum Spaß angemeldet. Seitdem hat sich wirklich so viel in meinem Leben verändert. Ich bin vor allem deutlich selbstbewusster geworden. Seither bin ich auch sehr aktiv auf Instagram und wer mir folgt, der weiß, dass ich Humor liebe und das auch gerne zeige und gerne über mich selbst lache. Ich möchte euch versuchen, die reale Welt zu zeigen. Spaß gehört definitiv zu meiner Tagesordnung. Ich bin absolut gar kein Fan davon, wenn mein Make-up zu deckend ist. Ich möchte, dass man meine Sommersprossen sieht, denn ich liebe sie und deswegen ist auch die Glow Foundation für mich perfekt. Mit Pinsel Nummer 12 aufgetragen, könnte sie nicht natürlicher aussehen. Und dazu geht es noch super einfach. Ich meine, das bekommt wirklich jeder hin. Der Cream Concealer ist deutlich deckender als die Foundation und deswegen nutze ich ihn so unglaublich gern für, naja, ihr wisst schon, den Emergency Call, eben für Pickelalarm. Das Puder nutze ich am Ende nochmal, um einfach alles zu fixieren. Das ist so ultra leicht und es passt einfach so perfekt zu meinem No-Make-Up-Look. Ach, diese Pinsel, die sind so weich. So Leute, aufgepasst! Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight-Produkt, dem Bronzer. Mit Pinsel Nummer 13 könnt ihr den so richtig schön ebenmäßig auftragen. Damit seht ihr einfach richtig schön fresh aus. Und ich liebe den halt einfach. Ach, und noch eine ganz kleine Sache. Nutzt das Make-up, um eure natürliche Schönheit zu zeigen und nicht, um euch dahinter zu verstecken. Denn das haben wir doch wirklich nicht nötig.